Berlin, Tag und Nacht Krätze, verliert er Schmitty? Die Freundschaft von Krätze und Schmitty wird bei Berlin, Tag und Nacht auf eine harte Probe gestellt. Seit Berlin, Tag und Nacht vor über 10 Jahren das erste Mal über den Bildschirm flimmerte, sind Schmitty und Krätze beste Freunde. Gemeinsam haben die einstigen BTN-Chaoten viel durchgestanden, Höhen und Tiefen erlebt und sind dabei erwachsen geworden. Doch müssen wir uns jetzt von dem Gedanken verabschieden, die zwei immer im Doppelpack zu sehen? Berlin, Tag und Nacht, verliert Krätze Schmitty? Ein paar Bierchen, eine fixe Idee, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, so kennen wir Krätze und Schmitty eigentlich. Doch davon haben wir zuletzt weniger gesehen. Während Krätze sich inzwischen voll und ganz auf seine kleine Familie mit Emmy, Luna und Lynn konzentriert, hat sich Schmitty beruflich weiterentwickelt, ist nach Mike die Nummer 2 im La und kümmert sich herzerwärmend um seinen neuen Freund und Mitarbeiter Live, der nach einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt ist. Von typischen Aktionen à la Krätze Schmitty, wie wir sie in den letzten Jahren kannten, fehlt jede Spur. Vielmehr haben die Zuschauer das Gefühl, die beiden sind inzwischen kaum mehr als Mitbewohner, die größtenteils nebeneinander herleben. Und das wird sich vermutlich auch in Zukunft nicht ändern. Immerhin liegen Krätzes Prioritäten mittlerweile ganz klar woanders. Deutlich wurde der Wandel ihrer Freundschaft auch in der Freitagsfolge von BTN. Darin hatte Krätze endlich einmal Zeit, mit Schmitty wieder ein paar Bierchen zu trinken, über das Leben zu philosophieren und Dummheiten auszuhacken. Doch Schmitty erteilte Krätze eine Absage, denn er hatte nur eines im Sinn, weil er Live unbedingt zeigen wollte, dass sein Leben nach wie vor lebenswert ist, versuchte er, ein Auto zu organisieren, das auch für Rollstuhlfahrer zugelassen ist. Krätze unterstützte seinen besten Freund zwar dabei und schien keinen Gedanken daran zu verschwenden, dass er zurückstecken muss. Doch wie wir BTN kennen, wird es nicht lange dauern, bis ihm auffällt, wie wenig Zeit er mit Schmitty noch verbringt und dass dieser vermehrt auf Live setzt. Wenn es um Freizeitaktivitäten geht, wird Krätze also bald seinen Status als bester Freund verlieren und durch Live ersetzt?